Heute 8.30 Uhr, Zeit für einen Blick in DAX, in Gold und in die langlaufenden deutschen Zinsen. An dieser Stelle herzlich willkommen zu unserem Livestream hier jeden Morgen mit Tickmüll und einen schönen guten Morgen auch an alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer hier: Steffen, Olaf, Elena, Lutz und Niklas, wunderbar, Georg. Schön, euch hier wieder dabei zu haben. Frage natürlich wie immer gerne rein in die Chats. Wir streamen ja, das wissen alle Zuschauer, die hier jeden Morgen live dabei sind, über zwei Kanäle. Wir haben Facebook und GoToWebinar dabei. Wer noch nicht dabei ist und diese Videos immer in der Aufzeichnung schaut, wer am Traden ist, reinschauen, live dabei sein. Da gibt es wirklich richtig klasse Handelsideen, wo ordentlich Bewegung wartet. Das suche ich jeden Morgen für Sie raus weil Research ist alles damit wir gute Strategien auf die entsprechenden Märkte auch anwenden. können. Hans Meyer auch dir einen schönen guten Morgen. Einen kleinen an oder eine kleine Anmerkung möchte ich an dieser Stelle gleich mal nach vorab machen. Ich hatte gestern im Webinar hier morgens das Webinar mit dem Orkan Kujas angesprochen. Ich hatte es nicht gesehen. Das hatte sich überschnitten. Die Elena hat auch morgens gleich reingepostet, das Webinar wurde verschoben. Der Orkan ist Papa geworden. Da gibt es jetzt erstmal ein paar Dinge, die da zu regeln sind. Kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Sobald wir hier einen Ersatztermin haben, werden wir natürlich direkt auch darauf hinweisen, weil das Thema ist schon mega interessant, was wir hier zusammen mit ihm auch auf der Uhr hatten. Wie schon gesagt, fragen jetzt auch zu Chats bzw. zu Charts rein in die Chats und wir starten jetzt mit der Live-Besprechung. Zuvor, wie immer. Der Risikohinweis, den bitte ich auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Gehen wir zu den Tagesnachrichten hier an dieser Stelle. Heute ein sehr, sehr, sehr wichtiger Tag an dieser Stelle. Hier, wir sehen es. Heute gibt es die Daten aus der ZDW-Umfrage. Da reden wir auch am Freitag darüber. Da schauen wir wieder, wie es der aktuellen ja, Wirtschaft hier bei uns in Deutschland geht, beziehungsweise wie die Konjunkturerwartungen sind, wie die Spezialisten in Deutschland das hier sehen. Immer sehr, sehr interessant, weil wir das entsprechend auch für die Planung in unseren Trades bei den Indizes und auch bei der Währung brauchen. Wir wissen es, wenn sich die Lage auch vielleicht wieder ein bisschen aufhält, ist das immer sehr, sehr... Positiv zu sehen, äh, was wir an dieser Stelle hier auch nennen könnten. Also, wie schon gesagt, heute 11 Uhr gibt es die ZEW-Konjunkturerwartung und alles, was es damit zu tun hat. Gleiche Zeit auch hier aus der Eurozone die Handelsbilanz für den Monat Mai nicht unwichtig, weil ja die gehandelten Güter sehr, sehr viel Wert haben und natürlich ein Zeichen für die Wirtschaft sind. Gehen wir weiter hier in den Nachmittag hinein, in den USA. Da gibt es ein paar Reden seitens FOMC bzw. FED-Mitgliedern, aber eines ist ganz, ganz wichtig: das nehme ich an dieser Stelle jetzt schon mal vorweg. 19 Uhr spricht mal wieder der Fettvorsitzende Paul. Das ist immer sehr, sehr interessant, weil das kann durchaus die Märkte hier in Bewegung bringen. Was gibt es noch am Nachmittag aus den USA? Wir sehen es hier, 14.30 Uhr kommt eine ganze Latte an Nachrichten hier zum Thema Einzelhandelsumsätze, Exportpreisindex, Importpreisindex und die Industrieproduktion für den Monat Juni. Die kommt dann um Viertel nach drei. Also ganz wichtige Sachen hier. Heute wieder auf der Uhr, muss man wichtigerweise wissen, weil, wenn wir hier gute Nachrichten zum Beispiel bekommen um 11 Uhr, beziehungsweise Nachrichten, die die Börse für positiv einschätzt, dann könnte der DAX an die positive Vortagesdynamik anknüpfen, wird es eher negativ. Deutet der Markt das negativ, kommt die Bewegung in die Gegenrichtung. Also 11 Uhr wirklich auf die Nachrichten schauen und sehen, was hier am Markt entsprechend los ist. Gehen wir mal rüber in die Charts hinein. Starten wir mal, wie schon gesagt, mit den Zinsen. Warum habe ich die Zinsen auf der Uhr? Wir hatten hier ja den Buchsel schon das ein oder andere Mal mit drinnen. An dieser Stelle ähm, mit dem schönen, schönen Anstieg. Da haben wir schöne Trading-Chancen gehabt. Auch immer gut aus den Korrekturen raus. Wenn man sich das Ganze auch mal anschaut in der Historie. Ich muss das mal ein bisschen kleiner zoomen, dass wir es sehen. Schaut, wir haben das von hier unten an öfter mal betreut. Wir haben den Weg hoch zum Allzeithoch hier oben reingegeben. Das Allzeithoch ist mittlerweile pulverisiert hier, als wir über die knapp 195 Euro drüber gelaufen sind. Wir haben ein neues Allzeithoch geschrieben hier oben bei 207 knapp 5. Das war das oder ist das aktuelle Allzeithoch. Danach setzt die Korrektur ein. Das sehen wir ja hier sehr, sehr schön. Und mit der Korrektur ist auch etwas passiert. Da muss man einfach mal so ein bisschen hinschauen. Es könnte hier eventuell zu einem leichten, ja sage ich mal, Stimmungswechsel auf dieser Seite kommen. Heißt also, wenn man sich das Ganze mal anschaut, diesen langen, langen Aufwärtslauf hier, diesen Schub nach oben rein. Ich mache das Bild noch mal kurz etwas kleiner. Hier ist es nämlich wichtig, dass wir etwas an Historie sehen. Wir sehen hier an diesem Stelle zwei verschiedene Größen ineinander laufen. Ne? Wir sehen hier den großen Trend. Das kann ich ja an dieser Stelle gleich mal noch weiter äh, fortführen. Kurzen Augenblick, das bleibt wie es ist. Das heißt, das große Bild, ähm, was wir hier sehen, ist sozusagen, wenn man das mal so sehen will, das was auf der Woche läuft, das wäre mal dieser große, große Hochlauf hier an dieser Stelle. Also die das bis oben hin sozusagen und das ganze hier dieser schöne Trend der sich hier oben rauf gebildet hat das war sozusagen das war der Bewegungstrend also wenn wir uns das ganze auf der Woche mal anschauen das sind auch die Dinge die wir hier sehen dieser große große Schub das ist das worauf ich auch immer schaue dieser große Schub den wir hier schön als trendige Bewegung im Tageschart sehen das ist der Bewegungsarm des Trends in der Woche ja und das kann natürlich immer mal sein dass dieser Trend Korrigiert. Das heißt, wir fangen dann mit der Korrektur an. Das haben wir ja in der letzten Woche auch gemacht. Und wenn diese Korrektur den Bewegungstrend bricht, haben wir immer mal auch wieder die, die Möglichkeit, hier trendig etwas nach unten zu laufen. Das muss man jetzt an dieser Stelle so ein bisschen im Hinterkopf haben. Das heißt, immer dann, wenn ich hier diese blauen Linien in den Chart einmale, weiß man, aha, mit dem vorhergehenden Trend. Ist erstmal irgendwas nicht mehr in Ordnung. Das heißt an dieser Stelle, es heißt jetzt nicht, dass dieser Trend nicht mehr fortgesetzt werden kann. Also wir können jetzt hier ganz normal hochlaufen auf das Allzeithoch und die ganze Bewegung von vorher wieder fortsetzen mit einem neuen Aufwärtsschub. Man sollte als Händler das Ganze nur so ein bisschen äh, im Blick behalten, was jetzt hier passiert. Wir haben am Freitag das Tief hier unterschritten und gleichzeitig Käufer reinbekommen. Das ist also ein sehr sehr interessantes Muster. Gestern wurde das Ganze auch bestätigt. Also ein schöner, schöner Hochlauf. Jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was kommt als nächstes. Das heißt, sehen wir eine Bestätigung des Ganzen? dann finden wir in der Stunde einen Aufwärtstrend, der sich hier nach oben fortsetzt, in Richtung dieses Allzeithochs. Die nächsten Anlaufpunkte stellen uns an dieser Stelle oder in diesem Chart hier, das sind die Tageshochs. Ja? Das sind einmal die Marken hier um die 202,917 bzw. hier die 203,819. Heißt also, wenn wir uns das Ganze gleich mal im Stundenchart anblicken, das sind Korrekturhochs aus diesem Abwärtslauf. Und wir wissen ja, da warten gut und gerne immer mal ein paar Absicherungsorders, die dann für weitere Bewegung sorgen könnten. Kommt es allerdings wieder zu Dynamik auf die Unterseite, dann weiß man schon, was kommen kann. Test wieder dieses. Unterstützungsbereich ist hier, beziehungsweise Anlaufen des aktuellen Tiefs hier bei 197,733, dann kommt es zur Bildung eines Abwärtstrends und als nächstes als Unterstützung haben wir dann auf der Uhr hier oben wochentechnisch gesehen das aktuelle Ausbruchslevel am alten Eilzeit-Hoch bei knapp 194,967, also bei knapp 195. Diese Marke haben wir hier oben drinnen liegen. Das wäre dann die Richtung mal, wenn es nach unten einschlägt, damit wir Szenarien planen. Können und wie immer hilft uns hier so ein bisschen auch der Blick in die Stunde. Und da sehen wir nämlich, dass dieser Abwärtslauf, der ist weit gekommen, hat auch ausschweifende Bewegungen. Und wie schon gesagt, diese Marke hier oben bei der knapp 203-Euro-Marke, der ist wichtig. Wir sehen zwar hier den Markt so leicht aufschwingen, das sieht man schön im 15-Minuten-Trend. Ich schalte mal ganz kurz um in die 15 Minuten rein da sehen wir hier diesen Aufwärtslauf schon schön als Trend mit auch da ja das ist gut zu sehen da, da hilft halt auch dieses Zoomen in die kleineren Charteinheiten aber das große Bild hier aus der Stunde heraus ist halt weiter noch intakt das heißt dass wir hier sehen ist aktuell die Korrektur und die könnte uns durchaus hier in diesen Hochbereich um die 203 Euro mit hineinführen blicken wir wieder zurück in die Stunde heißt das also übergeordnet ist die Situation noch short also im korrektiven Bereich. Der Abwärtstrend ist noch nicht gebrochen. Was wir jetzt hier sehen, ist ein Anstieg unter hoher Dynamik. Läuft der weiter, dann haben wir die Chance, hier oben rüber zu laufen. Und wenn wir das tun, dann ist der Weg wieder geebnet Richtung Allzeithoch. Drehen wir allerdings hier vor diesem Bereich oder in diesem Bereich um die 203 Euro um, dann haben wir gute Karten hier aus einer tiefen Korrektur. Im laufenden Abwärtstrend der Stunde wieder reinzukommen und uns nach unten zu orientieren. Das heißt, Orientierung hier im aktuellen Trendtief der Stunde und dann möglicherweise hier die Fortsetzung auf Tagesbasis des Trends beziehungsweise der Abwärtsdynamik. Dann kommt es zur Trendbildung und dann können wir uns schön nach unten mit orientieren interessant wie ich finde eine schöne Möglichkeit und bei Tickmill kann man das halt auch wirklich richtig gut traden es ist ordentlich Liquidität da super Konditionen warum soll man das dann hier nicht machen gehen wir weiter in den Bereich der Rohstoffe bevor wir uns dann um den Dax kümmern hier an dieser Stelle den Goldchart da hatten wir in der letzten Woche immer mal ein paar Fragen zu wie man hier den ganzen Chartverlauf deuten kann jetzt und hier Einmal wieder der Blick in den Tagestrend. Ich habe jetzt mal etwas mehr Historie reingenommen, dass wir alte Trendverläufe auch mit sehen können. Und was wir hier an dieser Stelle sehr, sehr schön sehen ist, im ganz großen Bild haben wir hier einen sehr dynamischen Aufwärtsmarkt. Und wenn wir hier etwas näher reingehen in die Details, dann selbstredend. Aktuell haben wir hier, sehen wir es, eine sehr weit gelaufene Bewegung, die momentan korrigiert. Ne? Wenn man in der Korrektur das Ganze so ein bisschen beobachtet, haben wir hier ein interessantes Kursmuster. Und zwar haben wir hier ein Dreieck. Und dieses Dreieck ist aus der aktuellen Verortung her ein Dreieck mit eher bullischem Charakter. Das heißt, wir sehen hier in diesem Dreieck, ein gut ausgefülltes Dreieck. So, Man spricht ja davon, in der Regel werden diese Dreiecke im letzten Drittel verlassen. Das heißt, wir stehen jetzt hier in diesem Bereich definitiv im letzten Drittel. Das Dreieck ist sehr, sehr stark auch ausgefüllt an dieser Stelle. Wir sehen an diesen Punkten halt, wenn wir oben drüber laufen, dann wäre das jetzt eine Fortsetzung eines, Bär, eines bullischen Trendes. Das heißt, hier, wenn wir oben drüber laufen, haben wir gute Karten. Wieder hier in Richtung Trend hoch bei 1439 US-Dollar für die Fein und so Gold zu laufen. Da brauchen wir den Bruch nach oben. Erste Anlaufmarke wäre hier dieses kleine winzige Zwischenhoch bei. 1427 Punkten, ne? Das war ein Hoch in diesem leichten aufwärtsstrebenden äh, Markt. Hier kann man auch eine schöne steile Trendlinie auch dran zeichnen. Also der Markt möchte hier eher nach oben. Wir haben ein bullisches Korrekturmuster. Von der Seite her wäre hier zu erwarten, dass der Markt weiter nach oben läuft. Sollte es allerdings zur Korrekturausdehnung durch die Unterseite kommen, haben wir hier unten im Bereich 1385 erst einmal die nächste Unterstützung. Wo kommt die her? Wir sehen es hier. Hier wollte der Markt nicht tiefer. Ne? Hier ist es dann stark hochgegangen. Hier drüben immer mal ein bisschen aufgesetzt, aber gleich wieder schön nach oben angelaufen. Wie schon gesagt, da haben wir einen Zwischensupport. Sollte es dann darunter fallen, dann werden wir wirklich in die Situation kommen, dass wir eine sehr, sehr tiefe Korrektur finden. Nächster Support dann hier im großen Bereich um die Marke von 1346 Dollar. Das ist nicht nur der Bereich von diesem Trend, wo hier die Trendfortsetzung kam, sondern das ist auch hier im historischen Blick eine wichtige Marke drüben gewesen. Hier hat nämlich dieser Abwärtstrend eingesetzt, der uns runtergebracht hat unter die Marke von 1300 Dollar. Und dann kam der schöne Aufwärtslauf wieder rein und der ist dann trendig schön wieder über dieses alte Hoch drüber gelaufen. Also durchaus auch ein Level, wenn der Markt tatsächlich nach unten fällt, wo wir mit Unterstützung rechnen könnten. Das ist aber noch nicht so weit aktuell. Macht dieser Chart hier durch dieses Korrekturmuster eher den bullischen Eindruck. Bruch nach oben wäre sehr sehr schön zu sehen, aber auszuschließen ist es hier nicht, dass der Markt fällt, wenn es hier dazu kommt, dann wissen wir, nach unten geht einiges und diejenigen, die das Ganze im kurzfristigen Bereich auch traden wollen, die schauen sich einfach hier auch die kleineren Zeiteinheiten an. Hier sehen wir nämlich, was passiert im kleinen Bereich. Haben wir hier nämlich diesen leichten Aufwärtsschub. Jetzt haben wir hier auch dieses Dreieck mit drinnen, also eher auch das bullische Zeichen. Aber wenn es nach unten gebrochen wird, dann sehen wir hier im kurzfristigen Bereich halt auch ein paar Marker liegen hier unten im kleinen bei knapp 1400 Dollar, wo wir durch Durchaus immer mal so ein bisschen Support gehabt haben. Also interessant ist das Ganze schon zu sehen. Und wie schon gesagt, wir haben auch hier im kleinen Bild ansteigende Tiefkurse. Und das ist eher so das Zeichen, wirklich, dass der Markt immer früher anfängt zu kaufen, um das Ganze hier nach oben zu schieben. Interessant, was hier mitkommen kann. Auf alle Fälle sollte man das auf der Uhr mit haben. Weiter geht's hier im Text mit dem DAX, unser Heimatindex. Ich habe ja gestern schon mal etwas philosophiert, wie das Ganze weitergehen kann. Heute hier tatsächlich als Trading-Idee in den Tag mit reingekommen. Warum? Hier haben wir eine schöne Bullenflagge. Ich. Sie, Sie wissen selber oder ihr wisst selber, das sind einfach Korrekturmuster, die sind wirklich immer wieder richtig gut zu traden und hier haben wir es, hier in diesem kleinen Abwärtslauf lief die Stunde schön nach unten geschlängelt, wie am Schnürchen gezogen. Jetzt kam es gestern hier zum Ausbruch, setzt sich das Ganze fort, dann haben wir natürlich richtig, richtig gute Chancen, wieder hier auf das aktuelle Trend hoch bei 12.659 Punkten zu laufen und das ist ja wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte hier, wichtig ist ist an dieser Stelle, wir brauchen natürlich den Schub oben drüber. Das heißt, das gestrige Tageshoch hat hier die Latte gelegt, wo die Trendfortsetzung drüber muss. Das heißt, hier die Stunde muss da drüber und dann haben wir Chancen nach oben zu laufen. Wir schauen gleich in die Stunde. Dann haben wir hier nämlich auch ein paar schöne Zielmarken, die wir uns suchen können auf dem Weg nach oben. Doch bevor wir in die Stunde reingehen, sollten wir natürlich immer wieder auch mal auf die Unterseite schauen, denn Sollten wir heute durchaus Abwärtsdynamik bekommen, wäre es interessant zu sehen, was hier unten am Tief bei knapp 12.292 Punkten zu erwarten ist. Hier haben wir nämlich das aktuelle Low. Darunter sollten die Kurse nicht mehr fallen. Wenn sie es doch tun, setzt sich die korrektive Phase fort. Dann hätten wir hier natürlich wieder das Szenario Weg in Richtung aktuelles Korrektur Tief hier im laufenden Aufwärtstrend. Das ist dann die Marke von 12.167 Punkten. Spannende Sache. Aber ich würde es lieber sehen, wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn wir wirklich an diese schöne Dynamik hier anknüpfen und die Richtungsvorgabe der US-Märkte hier weiter mit übernehmen und wir auch hier schön nach oben mitstreben. Aber ich denke mal, erst einmal muss der zew bericht durch und dann werden wir sehen, wie sich die Händler hier an dieser Stelle erneut auch aufstellen. Und das Ganze gucken wir uns jetzt selbstverständlich nochmal in der Stunde an. Ich hatte es ja gesagt, diesen Abwärtsschub haben wir schön trendig hier wie am Schnürchen gezogen, läuft die oder... Lief hier der Abwärtstrend nach unten. Wir sehen es sehr, sehr schön. Und hier sind wir gestern wirklich drüber geschnäpst. Dann kam die Korrektur und jetzt sehen wir hier den Auflauf. Und wenn wir das sehen, was wir hier im Normalfall sehen, wenn die positive Tendenz erhalten bleibt, dann haben wir folgendes Bild zu erwarten. Also hier entsprechend erst einmal der Aufstieg oben rein. Hier Wurde das letzte Trend hoch rausgenommen an dieser Marke? Dann haben wir schön die korrektive Phase gesehen. Hier nach unten hingelaufen, kein neues Tief gemacht, sondern stärker aufgebaut. Und jetzt wird es halt wichtig, wenn wir hier oben drüber laufen, dann wäre das wirklich die Bestätigung dieser Umkehrkerze von gestern. Und dann haben wir alle Chancen, Stück für Stück nach oben zu laufen. Wir haben ja dann relativ nah auch ein paar Tageshochs liegen. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf der Trendbasis hier angucken, wo hier auf diesen Trend gesehen möglicherweise auch Kauf oder es warten können dann haben wir halt hier schön die Trendhochs auch am liegen wie schon gesagt das nächste hätte man dann hier bei der Marke von 12.147 ähm, dann haben wir hier diese Bereich das war das Tageshoch gewesen was wir gesehen haben auf diesen Trend bezogen hier dann die nächste Linie, die nächste Marke hier in diesem Bereich 12.590, 12.600 Punkte und dann stehen wir schon fast oben bei 12.659 Zählern. Sehr, sehr interessant. Bleiben die Bullen am Ruder? Dann haben wir alle Chancen nach oben zu laufen. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Wenn wir hier in Richtung Tageschart gehen, schaffen wir es hier drüber. Dann haben wir hier drüben einen nächsten kleineren Widerstand um die Marke von 12.700 Punkten, bevor charttechnisch dann hier dieses hoch bei 12.877 Punkten liegt. Da haben wir also einiges da, was wir übernehmen können und wo wir reinlaufen können. Mal schauen, wie es hier an dieser Stelle weitergeht. Dann schaue ich jetzt mal nach. Nach den Handelsideen rein in die entsprechenden Chats. Da sehe ich gerade nichts an weiteren Fragen. Ich hoffe, ich habe da nichts übersehen. Ich blätter noch mal ganz kurz durch. Nein, da ist nichts. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle Zeit für das Trading. Lasst uns die Märkte rocken. In neun, zehn Minuten, knapp zehn Minuten geht's los. Offizieller Börsenstart hier. Schauen wir, was kommt. Ich freue mich drauf, wünsche allen gute Trades an dieser Stelle und sage Tschüss, bis morgen. Blog gibt es vor 8.30 Uhr und um 8.30 Uhr dann selbstredend wieder der Blick in die tickenden Charts. Dann also einen guten Trading-Tag. Tschüss.